Hi, hier ist wieder Christian und in diesem Video möchte ich euch einen Gaming-Check auf dem Apple iPhone 6s zeigen. Und das Apple iPhone 6s ist ja die aktuellste iPhone-Generation, die ihr seit 2 Tagen in den Apple Stores in Deutschland kaufen könnt. Und das zu einem Preis ab 739 Euro. Dafür bekommt ihr allerdings nur das 16 GB Modell, also mit 16 GB internem Speicher, wovon letztendlich nur 12 GB zur Verfügung stehen. Und dafür müsst ihr Spiele, Apps, Videos und auch Musik einrechnen. Das heißt, relativ wenig Speicherplatz. Das hier ist das 64 GB Modell, kostet allerdings auch schon 849 Euro. Aber wer viel spielen möchte, wer viel Musik sich auf das Handy knallen möchte oder auch Videos, der ist allerdings mit dem 64 GB Modell etwas besser beraten. Bevor ich den Spieletest starte, starte ich erstmal kurz einen Benchmark, denn dort können wir einige technische Informationen rauslesen. Zum Beispiel, dass das Gerät mit iOS 9.0.1 läuft. Dann haben wir ein Dual-Core an Bord mit 1,82 GHz. Ob das jetzt die maximale oder durchschnittliche Taktfrequenz ist, kann ich euch leider nicht sagen. Aber Apple benennt das Ganze als Apple A9 Prozessor. Und weiterhin haben wir 2 GB an Arbeitsspeicher. Zum Grafikchip habe ich leider nichts finden können. Aufgrund dessen werde ich ihn auch überhaupt nicht erwähnen. Was für mich aber noch relativ wichtig ist, ist immer die Positionierung und vor allem der Klang des Lautsprechers. Und Apple verbaut im Apple iPhone 6s nur einen einzigen Lautsprecher. Das heißt, wir haben einen Mono-Lautsprecher rechtzeitig von dem Lightning-Anschluss. Der ist allerdings sehr, sehr gut. Das heißt, er ist nicht nur laut, sondern hat auch eine klare Wiedergabe. Da übersteuert rein gar nichts, egal wie laut ihr das Gerät macht oder wie leise. Wenn ihr es leise habt, kommen wirklich einige Höhen und Mitten sehr detailliert rüber. Und wenn ihr es wirklich laut macht, knarzt oder verzerrt hier wirklich rein gar nichts. Lasst uns in die Spiele springen und da habe ich schon mal einiges angezockt und anfangen werde ich wie immer mit Spider-Man Unlimited, dem vermeintlich schwächsten Spiel bzw. dem Spiel, was das iPhone 6s am wenigsten fordern wird. Und ihr seht, das Spiel war schon im Hintergrund und es hat relativ schnell gestartet. Das heißt, aufgrund dessen gibt es schon mal keine Minuspunkte oder Abzüge. Das klappt wirklich ohne Probleme. Das heißt, das Spiel war im Task Manager hinterlegt und hat auf einen Knopfdruck sofort wieder gestartet. Und das, ihr seht, es funktioniert wirklich ohne Probleme. Außer, dass ich jetzt natürlich gegen so einen Reaktor gelaufen bin. Aber ihr könnt auch sehen, dass diese Eingaben auf dem Display wirklich 1:1 umgesetzt werden. Das heißt, wenn ich nach links oder rechts switche, hochspringe oder irgendwo drunter durchrutsche, klappt das ohne Verzögerung und ohne jeden Grund, das iPhone 6s irgendwie schlecht dastehen zu lassen. Das kennt man nicht von allen Smartphones, obwohl man auch sagen muss, dass dieses Spiel natürlich die Hardware relativ wenig fordert. Aufgrund dessen, denke ich, können wir auch diesen Test hier mit Spider-Man Unlimited auch relativ schnell abbrechen, da das wirklich ohne Probleme hier funktioniert und das Apple iPhone 6s so gut wie gar nicht fordert, wie ihr seht. Das ist wirklich von der Grafik her super, das ist von der Reaktionsgeschwindigkeit super. Aufgrund dessen breche ich das Ganze auch hier ab und ihr seht, die Mission ist schon erfüllt. Und ich gehe einfach mal mit dem Home-Button aus dem Spiel heraus. Als nächstes möchte ich euch noch Asphalt 8 zeigen. Das Rennspiel habe ich auch im Hintergrund gestartet und ihr seht, dieser Startvorgang bzw. das Wiederherholen des Spieles funktioniert wirklich hier ohne Probleme. Und ich starte einfach mal ein neues Spiel, das ist ein Rennspiel, die meisten werden es wahrscheinlich von euch kennen, mit einer super Grafik, einer super Steuerung. Ihr könnt auswählen, ob ihr das hier mit den Bewegungssensoren macht oder hier über das Display, so wie ich das mache. Und was mir auch sofort aufgefallen ist, die Eingaben hier werden 1:1 übernommen, das heißt, tippe ich auf das Display, egal ob links oder rechts, wird die Eingabe sofort übernommen. Das heißt, für reaktionsschnelle Spiele ist das Display und das Apple iPhone 6s auf jeden Fall geeignet. Das ist wirklich alles ohne Probleme hier machbar. Und ihr seht, tippe ich rechts, links, ist das wirklich nicht nur flüssig, sondern auch wirklich sehr, sehr direkt. Aufgrund dessen könnt ihr dieses Rennspiel oder Rennspiele allgemein sehr gut hier auf dem Apple iPhone 6s zocken. Ich werde mal ein paar Sequenzen durchspielen. Ihr seht ja jetzt erst einige Sekunden, aber das, was ihr seht, ist wirklich schon beeindruckend. Das heißt, hier werden Licht- und Schatteneffekte, Spiegelungen, Regentropfen auf der Scheibe und so wird alles dargestellt. Das ist wirklich ohne Probleme durchführbar. Und auch Karambolagen bringen das Apple iPhone 6s irgendwie nicht aus der Ruhe, sodass das hier wirklich ohne Probleme weitergeht. Ich werde noch den letzten Turbo Boost verbrauchen, um dann mal nach rechts abzubiegen. Und dann schließe ich das Ganze auch schon mal. Und bevor ich es vergesse, diese ganzen Spiele werden hier in diesem Fall auf der höchsten
Grafikstufe wiedergegeben. Das heißt, das ist wirklich das Nonplusultra, was ihr bei diesem Spiel einstellen könnt. Und meiner Meinung nach sieht das auch schon wirklich richtig gut aus. Hier ist auch sehr schön zu sehen die Positionierung des Lautsprechers. Das heißt, wenn ihr dieses Gerät so haltet, das iPhone 6S, und entgegen des Uhrzeigersinnes dreht, ist der Lautsprecher, der Monolautsprecher immer offen und gibt natürlich den Schall nach rechts ab, aber der Klang ist schon wirklich richtig gut. Das könnt ihr vielleicht im Video nicht so wahrnehmen, aber der ist wirklich, glaubt es mir, richtig gut. Ich starte als letztes Dead Trigger 2, der bekannte Zombie-Shooter, kennt ihr auch wahrscheinlich aus allen möglichen Gaming-Checks aus meinen letzten Videos. Und ihr seht, das Spiel ist auch wieder richtig schnell geladen. Also es gibt Android-Smartphones, die machen das wesentlich schlechter, wesentlich langsamer. Aber hier auf dem iPhone 6S klappt das wirklich richtig gut und Apple hat das ja in der Präsentation wieder erwähnt. Wie viel mehr Prozent Power der Prozessor und vor allem auch der Grafikchip besitzen, um das Apple iPhone 6S hier anzutreiben. Ich mache mal jetzt hier eine Operation in der normalen Stufe bei Dead Trigger und bin auch mal hier gespannt, wie das Spiel auf Bewegung und Interaktion reagiert. Und ihr seht, was hier wichtig ist, ist auch Reaktionsgeschwindigkeit. Das heißt, wenn ich hier den Cursor drehe, wird sofort ein Richtungswechsel vorgenommen und das sieht wirklich richtig gut aus. Auch hier wieder höchste Detailstufen, Spiegelungen, Texturen, Wasser, Schatteneffekte, all das ist momentan eingestellt. Das heißt, das sieht wirklich richtig genial aus, was das iPhone 6S hier abliefert. Man muss allerdings auch sagen, und das seht ihr hier, wenn ich jetzt mit meinen Fingern über das Display streiche, sind doch wirklich die unteren Ecken rechts und links schon ziemlich belegt. Das heißt, das Display ist mit 4,7 Zoll natürlich nicht unbedingt riesig. Ja. Kleine Hände haben dann natürlich große Vorteile. Bei mir wäre es natürlich fast besser, wenn ich mir ein iPhone 6S Plus zulege, also das größere Modell mit 5,5 Zoll Display und Full HD Auflösung. Allerdings ist das auch hier noch machbar. Das heißt, es wird nicht alles bedeckt. Aber die unteren Ecken, die sind natürlich schon weg und könnten euch theoretisch beim Spielen etwas behindern. Was allerdings hier die Performance angeht, absolut super. Und ihr seht, da kommt jetzt eine Mitteilung rein. Auch das macht nichts. Das bringt das iPhone 6S nicht aus der Fassung. Das geht einfach hier weiter und zeigt mir wirklich hier super Grafiken an. Und wie gesagt, das ist wirklich perfekt dafür geeignet, um Spiele zu zocken und solltet ihr auf solche Spiele stehen, beziehungsweise auf die Größe dieses Smartphones, dann kann ich euch das Apple iPhone 6S zumindest zum Zocken nur wirklich ans Herz legen. Das funktioniert wirklich alles ohne Probleme. Etwas abschreckend tut mich immer noch der Preis von 849 Euro für das 64 GB Modell. Aber wie gesagt, 16 GB sind einfach definitiv zu wenig. Und wer schon die Nachrichten und News mitbekommen hat, wenn ihr 4K-Videos aufnehmen wollt, sind von den 16 GB relativ schnell die Speicherkapazitäten erschöpft, da ein 4K-Video mit einer Minute Länge rund 375 MB frisst. Das war es mit meinem Gaming-Check auf dem Apple iPhone 6S. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video mit Freunden teilt, beziehungsweise auch meinen Kanal abonniert und mich demnächst mal wieder hier auf YouTube besucht. Bis dahin, macht's gut und ciao.